klein a löse diese Ungleichung in der Menge der reellen Zahlen R. Klein b überprüfe deine vorige Antwort, indem du den Graph der affinen Funktion stückweise darstellst. Diese Funktion f. Zuerst klein a. Der Betrag von x plus 1, das ist x plus 1, wenn x plus 1 größer gleich 0 ist, und dieser Betrag ist minus x plus 1, wenn x plus 1 streng negativ ist. Der Betrag von x minus 3, das ist x minus 3, wenn x minus 3 größer gleich 0 ist, und dieser Betrag, das ist minus x minus 3, wenn x minus 3 streng negativ ist. Also werden wir diese vier Fälle unterscheiden. Erster Fall, x plus 1 ist größer gleich 0 und gleichzeitig ist x minus 3 größer gleich 0. Daraus schließen wir, dass x größer gleich minus 1 sein muss und gleichzeitig muss x größer gleich 3 sein. Was bedeutet, dass x größer gleich 3 sein muss? In diesem ersten Fall fallen diese Betragsstriche einfach weg und diese auch und diese Ungleichung wird dann zu dieser da oder auch zu dieser. Und das bedeutet, dass x kleiner gleich 4 sein muss. Also im ersten Fall muss x größer gleich 3 sein und gleichzeitig kleiner gleich 4. Das bedeutet, eine erste Teillösungsmenge ist das geschlossene Intervall von 3 bis 4. Zweiter Fall. X plus 1 größer gleich 0 und x minus 3 streng negativ. Daraus schließen wir, dass x größer gleich minus 1 sein muss und gleichzeitig streng kleiner als 3 sein muss, was man auch so schreiben kann. X ist größer gleich minus 1 und gleichzeitig streng kleiner als 3. In diesem zweiten Fall wird unsere Ungleichung zu dieser. Für die positive Zahl x plus 1 fallen die Betragsstriche einfach weg. Für die streng negative Zahl x minus 3 fallen die Betragsstriche auch weg, unter der Bedingung, x minus 3 entgegengesetzt zu nehmen, das heißt minus x plus 3. Diese Ungleichung führt also zu dieser und minus 2 ist immer kleiner als 0. Also ergibt das hier keine Bedingung. Das heißt, im zweiten Fall muss x sich im Intervall von minus 1 eingeschlossen bis 3 ausgeschlossen befinden. Daher diese zweite Teillösungsmenge. Dritter Fall. X plus 1 ist streng negativ und x minus 3 ist größer gleich 0. Daraus schließen wir, dass x streng kleiner sein muss als minus 1 und gleichzeitig größer oder gleich 3 sein muss. Das geht natürlich nicht. Also dieser dritte Fall führt zu keiner zusätzlichen Lösung. Vierter Fall, x plus 1 ist streng negativ und x minus 3 auch. Das bedeutet, dass x streng kleiner sein muss als minus 1 und gleichzeitig streng kleiner sein muss als 3. Diese zwei Bedingungen fügen wir zusammen in diese. X muss also streng kleiner als minus 1 sein. In diesem vierten Fall nehmen wir x plus 1 entgegengesetzt und x minus 3 auch. Also wird unsere Ungleichung zu dieser oder auch zu dieser. Aber jetzt Vorsicht, wir setzen minus 4 rechts rüber, das wird dazu plus 4. Und dann teilen wir durch minus 2. Wenn man eine Ungleichung durch eine streng negative Zahl teilt, dann ist das Zeichen dieser Ungleichung
umzudrehen. Also muss x größer gleich minus 2 sein. Gleichzeitig muss x aber auch streng kleiner sein als minus 1. Demzufolge muss x sich in diesem Intervall befinden, von minus 2 eingeschlossen bis minus 1 ausgeschlossen. Die Lösungsmenge dieser Ungleichung ist also die Vereinigung von Soll 1, Soll 2, Soll 3 und Soll 4. Wenn wir diese Mengen vereinigen, dann finden wir das geschlossene Intervall von minus 2 bis 4. In klein b werden wir diese Funktion f in diesem Bezugssystem grafisch darstellen. In klein a haben wir vier Fälle unterschieden. Der erste Fall führte zu x größer gleich 3, also da, und zu f von x gleich 2x minus 8. Der erste Teil des Graphen dieser Funktion f hat also als kartesische Gleichung y gleich 2x minus 8. Um diesen Grafikteil darzustellen, benötigen wir zwei Punkte. Also erstellen wir eine kleine Wertetabelle. Wenn wir für x 4 nehmen, dann ist y 2 mal 4 minus 8, das heißt 0. Und somit erhalten wir diesen Grafikpunkt mit Koordinate 4, 0. Wenn wir für x 3 nehmen, dann ist y 6 minus 8, also minus 2. Daher dieser zweite Grafikpunkt mit Koordinate 3, minus 2. Also, wenn x größer gleich 3 ist, dann sieht der Graph der Funktion so aus. Der zweite Fall, den wir in klein a analysiert haben, führte zu x größer gleich minus 1 und gleichzeitig streng kleiner als 3. Also x befindet sich jetzt hier. Und dieser zweite Fall führte auch zu f von x gleich minus 2. Der zweite Grafikteil hat also als kartesische Gleichung y gleich minus 2 und das führt zu dieser horizontalen Strecke sowie auch zu diesem Punkt mit Koordinate minus 1, minus 2. Der dritte Fall, den wir in A analysiert haben, führte zu gar nichts und der vierte Fall führte zu x streng kleiner als minus 1, also hier, und zu f von x gleich minus 2x minus 4. Der dritte Grafikteil hat also als kartesische Gleichung y gleich minus 2x minus 4. Um diesen Grafikteil darzustellen, benötigen wir zwei Punkte. Also erstellen wir wieder eine kleine Wertetabelle. Wenn wir für x minus 2 nehmen, dann muss y 0 sein, daher dieser Grafikpunkt minus 2, 0. Und wenn wir für x minus 3 nehmen, dann muss y 2 sein, daher dieser Grafikpunkt mit Koordinate minus 3, 2. Also ist der dritte Grafikteil unserer Funktion f dieser. Wir erkennen in dieser Zeichnung ganz deutlich, wenn x sich zwischen minus 2 und 4, beide Zahlen eingeschlossen, befindet, dann ist f von x nach unten gerichtet, also kleiner gleich 0. Unsere Zeichnung bestätigt also die Lösungsmenge, die wir in klein a gefunden hatten.